Bevor das Video startet, soll gesagt sein, war auf jeden Fall mega geil, dass ihr mit am Start wart. Und es ist leider nicht die perfekte Qualität, weil ich habe vergessen, das Video direkt zu speichern und ich muss es mir so von YouTube runterladen. Deswegen ist es vielleicht nicht die beste Qualität, aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem und damit viel Spaß mit dem Stream-Highlight-Video. An alle Magdeburg-Fans erstmal einen herzlichen Glückwunsch zum wunderbaren Heimsieg gegen Platz 3 Ingolstadt. Ich spiele Ultimate Team nicht allzu oft, beziehungsweise eigentlich so gut wie gar nicht. Ich bin auch nicht dieser. Ich spiele auch nicht 24/7 FIFA. Sondern ich habe noch andere Spiele, die ich halt spiele. Ja, der hat auf jeden Fall ordentlich einen stabilen Marktwert, rechter Flügel, ne? Können wir gerne mal reinsetzen. Wir sind gerade eh nicht in der Transferphase. Ich hoffe, dass das jetzt gegen Braunschweig nicht so eine endlos beschissene Partie wird, dass ich das hier ganz easy runter spielen kann. Weil die sind in der dritten Liga. Jetzt die Frage. Wir haben ja 47 Millionen. Da will ich jetzt einfach mal ein Transferangebot abgeben für Musiala. Das finde ich ist auch so bescheuert. Hat das eigentlich auch was mit den strengen Verhandlungen zu tun, dass Sparta Prag, komme was es wolle, Plocek nicht abgeben will? Das habe ich schon öfter erlebt, dass die den nicht abgeben wollten. Aber einfach mal, nee, nicht mit 10 Millionen, mit 20 Millionen an. Die wollen nur 23 für den haben. Das ist doch eigentlich voll das Schnäppchen. Ich meine, dann sage ich 21 Millionen, das ist immer noch unter Marktwert und die nehmen das vielleicht an. Ja, so sieht's aus. Okay, 21 Millionen für Jamal Musiala wären es dann in dem Fall. Okay, Pokalspiel gegen Braunschweig. Jawohl. Das dürfte es sein. Komm, Busquets, mach's einfach rein. Jawohl, 1-0 Magdeburg. Sehr schön. Ah, König, jawohl. 2-0, oder? Nee, natürlich nicht. Er schließt wieder mit dem schwachen Linken ab. Ich fasse es nicht. Ich wollte gerade mit rechts abziehen, aber der Pass war echt nicht schlecht von Zitashvili. Okay, warum nicht? Ah, okay, Ausgleich für Braunschweig. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich werde jetzt erstmal nicht mehr auf den Chat achten, bis dieses Spiel vorbei ist. Ich habe keine Lust, dass es jetzt hier so tragisch wird. Gegen die Härte. Jawohl, komm, Ricky J. Jones. Sehr schön, 90. 2-1, Alter. So stelle ich mir das vor. Kein Bock auf Verlängerung gehabt, Mann. Das war schon ein bisschen belastend. Schnellsimulation gegen Stuttgart, jetzt muss ein Sieg her. Hoffentlich, bitte. Verliert schon wieder gegen Stuttgart. Ja, das Hinspiel auch schon verloren. War übrigens die Top-11, die ich gerade gestellt habe. Als muss ein gutes Ergebnis sein im Hinspiel. Wir spielen zu Hause gegen Inter. So wenig Auswärtstore wie möglich kassieren, das wäre sehr schön. Tatsächlich trifft Schalke mal. Wer hat's gemacht? Der Hunter! Der Hunter hat ein Tor geschossen, Alter. Geil. Wenn's einer macht, dann der Hunter. Klaas-Jan Hüntele. Das war so geil, die Saison, wo er Torschützenkönig geworden ist. Ah, da ist das 1 zu Filter. Leon Bailey. Vor allem das Geile war ja, ich habe in der Abiturstufe hab ich einen Dortmund-Fan in meiner Klasse gehabt. Also er hat mich immer so ein bisschen aufgezogen, weil Dortmund halt in den letzten Jahren, muss man ganz ehrlich sagen, aber besser war als Schalke. An diesem Spieltag, wo Dortmund zur Pause 4-0 führt, schreibt er mir in der Halbzeitpause, er läuft ja richtig gut, dieses Spiel. Und als ich dann am Montag in die Schule kam, ich habe ihn einfach nur ausgelacht, weil Schalke einfach das Ding auf 4-4 gedreht hatte in einer Halbzeit. Und vor allem der Kommentator am Ende so, ist das geil gespielt, dieses Tor, holy shit. Mega! Und der Kommentator bei dem Naldo 4-4-Ausgleich. Das war so hammergenial, ne? Einfach nur reingeschrien ins Mikro. 2-1 für Inter. Naby Keita. Müssen wir im Hinspiel auf jeden Fall was machen. Inter jetzt schon mit 2 Auswärtstoren. Dortmund ist raus. Wir spielen gegen Schalke im DFB-Pokal-Halbfinale. Es läuft wahrscheinlich darauf aus, wenn wir ins Finale einziehen, dass wir gegen die Bayern spielen. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Oh nein, Tor! Nein, Tor, 1-0 Magdeburg. Sehr schön. Ist Kai König immer mit dem Abschluss da? Ja, 2-0, jawohl. Okay, Kai König. Das war ein schönes Tor. Nochmal vielleicht die Chance. Ball in die Mitte. König, 3-0. Wir schießen Dortmund ab. Anschluss. Oh mein Gott, okay. Anschlusstreffer, Ricky J. Jones, 90. Beziehungsweise Führungstreppe. Oh, schade. Ja, wir sind leider raus im Achtelfinale der Champions League. Der letzte Simulationssieg ist auch schon ein bisschen länger her, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben die Möglichkeit. Kai König 1 zu 0. Sehr schön. 2-0. Ich habe nicht hingeguckt. Mehr gegen Berisha. Erster Schuss von Schalke. Aber Stojanovic ist mittlerweile recht fit auf den Beinen. Oder hat der König jetzt auch mal ein bisschen aussteigen lassen? Oli Watkins. Oh nein, Watkins, gute Parade von Stojanovic. Was war gerade mit dem Sound los? Abseits von Watkins. Nee, Stojanovic ist zur Stelle. Sehr schön. Das ist der Weg frei. Und oh mein Gott, Alter, Stojanovic. Spiel seines Lebens bisher. Nächste Flanke kommt rein. Da muss er hin, da muss er hin. Oh Gott. Ey.
guckt euch das an. Matip hat schon gar keine Ausdauer mehr. Das meine ich halt. Die sind angeschlagen. Und das ist der Ball. Und das ist Berisha. Und das ist das 1-0. Sehr schön. Magdeburg führt hier doch nochmal kurz vor der Halbzeitpause mit dem Tor. Mergen Berisha auf den Beinchen. Ball in die Mitte. 2-0. Ricky J. Jones. Jawohl. Ah, machen wir vielleicht noch ein drittes. Ricky J. Jones. Das dritte noch. Durch die Beine. Bayern gewinnt im Elfmeterschießen. Wir spielen gegen Bayern im DFB-Pokalfinale. Oh, jawohl, da ist die Möglichkeit da. 90. Minute, Kai König ist durch. Mach ihn bitte einfach, Kai König, komm. Ey, warum macht König den nicht rein? Warum zieht er nicht einfach mit rechts ab? Schade, nur unentschieden gegen Leipzig. Ricky J. Jones würde gerne gegen Hertha spielen. Nee, ich möchte gerne. Oh Mann, wir spielen jetzt gegen Hertha, die Dritter sind. Bitte lass mal Frankfurt nicht gewinnen. Und lass uns gewinnen. Komm. Bitte lass uns gewinnen gegen Hertha. Und wir gewinnen 1-0. Alex Blanco macht das Tor. Sehr schön. Oh Gott, wir haben gegen die Hertha gewonnen. Sehr gut. Frankfurt hat auch gewonnen gegen Leipzig. Natürlich. Bin mal auch aufs Berlin-Derby gespannt, wie das ausgeht. Also das, was morgen dann stattfindet. Union gegen Hertha, ne? Ich hatte nicht einen Ballbesitz, Mann. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, Aboubakar Kamara. Ey, Mann. Nee. Blanco. Und, oh Mann. War das jetzt der Verteidiger oder war das der Torhüter, der den Ball noch pariert hat? Die Hand. Die Hand. Was? Oh, was? Oh Mann, wie soll ich das Handspiel ausgestellt bei Elfmetern? Nee. Ja, da grinst er. Jetzt aber. Komm. Auf der Linie geklärt. Das gibt's nicht. Oh, was war das für ein Schuss? Jawohl. Na bitte. Immerhin das. Aber das macht er mit seinen Pässen wieder weg. Und jetzt kommt nochmal Zitashvili über die rechte Seite. Der Typ ist einfach feilschnell. Der Typ ist einfach feilschnell. Und das 2-1. Kurzer Winkel. Kurzes Eck, wollte ich sagen. Wir drehen das Spiel doch noch vor der Halbzeit. Oh, jawohl. Gott sei Dank ist er da nicht mehr rangekommen. Jetzt den Ball Richtung Mitte. Und da ist König. 3-1. Gott. Okay, Ricky Jade, jetzt ziehen wir einfach mal ab. Und er ist auch drin. 4-1. 2-1 Sieg nur. Berisha und Pembele. Hat's gereicht? Ich glaube mal nicht. Bayern gewinnt 2-0 gegen Schalke. Und es hat nicht gereicht. Oh Mann, ein Tor. Ein Tor hat gefehlt. Jetzt müssen wir gegen Bayern gewinnen. Blanco, komm. Oh, der Schuss. Nachschuss 1-0. Wir führen. Mergen Berisha macht das 1-0. Sehr schön. Da machst du nichts, Alter. Ich wollte erst grätschen, aber ich hätte ihn so weggegrätscht. Wow. Jetzt geht's los. Ich muss wechseln. Jetzt geht's los, ey. Oh, nee. Der ist drin. Der ist drin. Safe call. Ich weiß leider nicht, wie man den Torwart verstellt. Deswegen stehe ich jetzt aber mal Kusunu nach hinten. Oh boy. Alter, Stojanovic hat nichts gemacht. Holy shit. Den knallt er natürlich rein. Den knallt er natürlich rein. Ich mach gar nichts gerade. Es hat nur eine Aktion nach vorne funktioniert. Es klappt nichts. Oh Gott. Und wir verlieren das Finale mit 3-1. Natürlich. Genau das Spiel ist es wieder, was fehlt. Bayern gewinnt den DFB-Pokal. Schalke wollte ich gerade sagen. Magdeburg spielt nicht international nächste Saison. Lasst auf jeden Fall gerne nochmal ein Like unter diesem Stream da, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ich hoffe, euch hat er gefallen. Sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Magdeburg-Folge wieder. Ich werde jetzt nochmal den Anfangsscreen bringen, denn ich habe kein Endescreen reingebracht. Macht's gut. Habt noch einen schönen Rest Samstag. Ciao.